Den hatte der Max gepflanzt. Ein Apfelbaum. Upsi. Meine Lieben, hello, hello. Heute mal die Begrüßung hier aus meinem Auto. Ja, es geht schon wieder um den Garten bzw. um die Terrasse. Panzerauto ist da. Ich hole nämlich jetzt einen neuen bzw. anderen Sonnenschirm. Den letzten, den ich gekauft habe vor ein paar Wochen, der war nix. Und den anderen, den ich bestellt habe, weil ich brauche zwei, der braucht 6 bis 8 Wochen. Der Liam meldet sich gerade. Der Liam ist auch dabei, genau. Okay, also mal schauen, was noch so im Video passiert. Ich wollte dann wieder eine Runde mit euch kochen, beziehungsweise euch noch ein paar andere Inspirationen geben. Als Unterhaltung soll dieses Video dienen und dazu wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Los geht's. Da steht er, der Bagger. Oh mein Gott, das war gerade voll die Zucht, weil wir ja hier den Hang haben und der Bagger ja hier irgendwie hoch muss. Die haben den jetzt vom LKW abgeladen und der ist dann hier so hochgefahren. Die haben aber wirklich nichts kaputt gemacht, ne, an Blumen, haben alles beiseite. Mega, mega gut. Ja, und der Liam ist hier bei mir auf dem Arm mit seinem Pyjama. Ist total aufgeregt, dass wir jetzt einen Bagger im Garten haben. Also hier wird jetzt erstmal die Erde abgetragen. Dann geht's weiter. Ich bin echt gespannt. Da ist ein Liam seine Matschküche. So, jetzt geht's los. Was? Die Erde macht er weg, der Bagger. Genau. Ja, da. Ja, ganz viel Erde. Schau. Wow, mega cool. Ist er cool, der Bagger? Hä, Liam? Kreis. Ja, der fährt im Kreis. Lass ich dich da sitzen? Ich kann meine Hausarbeit machen, Liam. Da bist du beschäftigt hier. Was ist das? Ein Pool. Ein Pool. Kleines Planschbecken habe ich gekauft. Und zwar bei MyToys habe ich das bestellt. Das werde ich jetzt mal aufpumpen, damit das dann bis heute Mittag schön warm ist, das Wasser. Und vier. Und vier, genau. So, komm, wir tragen es mal hoch. Hilfst du mir? Und dann kneten wir. Los geht's. Oh, das ist schwer. Oh, das ist ja voll schwer, Liam. So, kriegen wir mal hoch. Wer hat es gebracht, Liam? Post. Die Post hat es gebracht. Hat die Mama für den Liam gekauft, ne? So, brauchen wir aber erstmal unsere Luftpumpe. Sonst schaffen wir das nicht, Liam. Gefällt dir. Gefällt dir. Okay, gut, super. Also, dann hol die Mama mal die Luftpumpe. Moment. Also gut, so sieht es jetzt hier aus. Schnitzel habe ich vorhin paniert. Mache ich ja nicht so gerne. Hier ist das Nudelwasser. Die kommen jetzt schon mal rein. Na, okay, mit einer Hand. Das ist nicht so einfach. Das ist für meinen Mann und für mich. Das kommt hier in den Teppanyaki. Oder auf das Teppanyaki, besser gesagt. Hier habe ich noch einen Salat vorbereitet. Also, naja, Salat ist übertrieben. Einfach alles, was halt im Kühlschrank war und das gibt es dann noch danach. So, jetzt muss ich mich hier aber ein bisschen sputen. Für mich habe ich jetzt hier noch Halloumi und jetzt lösche ich das Ganze noch ab hier mit meiner Zitronen-Lavendel-Crema. Oh mein Gott, das riecht so gut. Vor allen Dingen ist es ultra lecker. Kann ich euch nur empfehlen. So, es ist angerichtet, würde ich sagen. So sieht es jetzt hier aus. Vegane, vegetarische Variante. So auf der Seite und da drüben für die Jungs. Jawohl. Los geht's. Max richtet noch alles. Okay, guten Appetit. Der Postbote war wieder fleißig, hat mir ein großes Paket hochgetragen von Bio Rausch. Ich habe wieder ein paar Sachen bestellt, habe schon angefangen, das auszupacken. Bin mal wieder total begeistert. Wie schön sieht das aus? Der Wahnsinn. Keine Sorge, keine bezahlte Produktplatzierung. Aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, weil das einfach ja, ein absoluter Geheimtipp ist, wie ich finde. Hier vor allen Dingen diese
Crema habe ich ja schon in einem anderen Geschmack. Und jetzt bin ich gespannt, wie die schmecken. Ne? Kann man zum Beispiel auf Tomate Mozzarella drauf machen, so habe ich es gelesen. Oder in einen Salat. Ja, kann man sogar als Aperitif verwenden. Ich bin sehr gespannt. Ja, mal schauen. Ich kann euch die Sachen gleich im Anschluss noch zeigen. Wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Diese Blumen hier entsorgen. Ja, ich glaube, es wird mal Zeit. Ne? Ich habe es irgendwie nicht gebacken bekommen. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich die nehme und hier in den Karton reinpacke, damit ich sie dann unten in der Garage eben in den Biomüll packen kann. Jawohl, das mache ich jetzt. Der Postbote hat mir nämlich gerade noch einen weiteren Blumenstrauß gebracht. Einen riesigen, riesigen, riesigen Rosenblumenstrauß. Zeige ich euch gleich. Der war wirklich so, so schön, dieser Blumenstrauß. Von meiner Freundin. Doch, ich habe gedacht, ich bekomme nicht mit einer Hand raus. So, gut. Das kann jetzt in die Garage. So, wenn ich dann runtergehe, nehme ich es mit. Also, das ist der Blumenstrauß, der mich jetzt gerade an der Tür überrascht hat. Der absolute Wahnsinn vom Blumengeschäft hier bei uns vor Ort. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Ich bin total sprachlos. Wie riesig ist bitte dieser Blumenstrauß? Womit habe ich das verdient? Richtig, richtig schön. Ich freue mich natürlich riesig drüber. Also der wird jetzt auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen. Jetzt wollt ihr vielleicht auch wissen, von wem der ist. Und zwar von meiner Freundin Sarah. Ja, hat sie mir geschickt, eben per Post, sage ich jetzt mal so, per Fleurop eben. Sarah Desideria hier auf YouTube und Instagram. Also, ich bin echt sprachlos. Der absolute Wahnsinn. Aber wirklich wunderschön. Jetzt geht's hier oben weiter. Ich finde, das ist ja immer so eine Arbeit. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber der Max möchte es unbedingt machen. Der ist komplett nass, ne? Von oben bis unten. Warum? Vielleicht, weil dieses Teil das schönste Spielzeug scheinbar für Männer ist. Pinkelt der jetzt gerade oder was? Ja, okay, gut. Also, wir schauen mal, wie es wird. Auf jeden Fall hat sich einiges getan. Einiges. Wir sehen jetzt tatsächlich auch das Piratenschiff. Das war ja irgendwie komplett, ja, Urwald halt, ne? So, okay, also, dann lassen wir mal den Max hier ein bisschen was arbeiten und ich gehe mal rein. Und putz drinne weiter. Ne? Viel Spaß. Er ist echt komplett nass. Schaut euch das mal an. Oh Gott, der Arme. Max, wenn du nicht krank wirst, ne? Also weiß ich ja auch nicht. Okay, let's go. Viel Spaß. Ist er jetzt kaputt? Oh mein Gott, er ist kaputt. Also zeig mal, was das Ding kann. Ui. Okay, also ich lasse Maxi mal weitermachen. Ich fand den Tisch das letzte Mal auch richtig schön, als ich da war. Hat mir echt gut gefallen, vor allen Dingen, weil er ja von den Farben her genauso ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Hier die Stühle, auch richtig schön. Aber ich habe mich ja dann für die anderen Stühle entschieden, die gefallen mir jetzt auch viel besser, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin mit meiner Auswahl jetzt sehr zufrieden auf der Terrasse, aber ja, man kann ja mal gucken, ne? Und das ist übrigens das Set, das ich ja auf der anderen Seite gekauft hatte, falls ihr das Video gesehen habt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, für dieses Teil noch. Schaut mal, das kaufe ich. Das finde ich cool. Hier kann man einiges sauber machen mit. Bin ich gespannt. Ich habe jetzt mal den Einkauf hochgetragen. Der Schirm ist noch unten. Also hier gibt es jetzt einen kleinen Rossmann-Haul. Was habe ich gekauft? Einmal dieses hier, Apfelmark mit Mango. Dann, das hat mich angelacht, Kokosmandel. Feuchttücher habe ich gebraucht für den Liam. Eine Nagelfeile. Das hat der Liam eingepackt für die Bella. Total süß, dass er immer an die Bella denkt. Hier hat er schon schnabuliert im Auto. Waren eigentlich für meinen Mann gedacht. Für meinen Mann ist auch das hier gedacht. Kennt ihr das zufällig? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Also ich werde mich mal damit beschäftigen. Ich fand das total spannend.
damit mein Mann auch mal in den Genuss von einem Kuchen oder Pancake kommt. Das hatte ich noch bei DM gekauft in den letzten Tagen, war aber noch im Auto, habe ich jetzt mal mitgenommen, denn wir waren im Schwimmbad in letzter Zeit und Liams Badehose ist zu klein geworden, deshalb habe ich die mitgenommen. Hier noch die Feuchttücher, ja, dann wieder noch was zum Naschen hier. Hier, das wollte ich mal ausprobieren, kenne ich jetzt so nicht, für eine Bowl bin ich auch gespannt. Dann wollte ich mal das hier ausprobieren. Für ja, die heißen Tage, für die Jungs. Einfach mit Eiswürfel. Könnte lecker werden. Das hier wollte ich jetzt mal mitnehmen, beziehungsweise diesen Tee hier, damit man das immer zu Hause hat. Man weiß ja nie. Und ich war noch ganz kurz im New Yorker zusammen mit meiner Freundin, da sie was umtauschen musste und ich war dumm rumgestanden. An der Kasse gibt es ja dann immer diese Artikel. Und bei 4 großen Kindern ist es immer ein bisschen schwierig, wenn die sich natürlich logischerweise jeden Tag die Socken wechseln, das in den Griff zu bekommen. Deshalb habe ich jetzt mal neue Socken mitgenommen und für mich das. Jo, das war's. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich verräume das alles und dann tragen wir den Schirm hoch. Der Max. Nee. Schirm ist da. Wir tragen ihn hoch. Das war gerade so anstrengend. Also, wir sehen uns gleich wieder. Wo ist er jetzt hin, der Max? Da. Meine Lieben, jetzt kommt wie versprochen der kleine Haul für euch. Es ist nicht viel, aber es sind so wunderschöne Schätze mit dabei. Ich muss euch das unbedingt zeigen. Ich bin so sprachlos. Die Sachen sind einfach traumhaft schön. Wie gesagt, es ist keine bezahlte Produktplatzierung, aber vielleicht ist es eine kleine Inspiration für euch oder ihr könnt euch für mich mitfreuen. Also ich werde mit Sicherheit sehr viel Freude mit diesen Schätzen haben. So, genug gequatscht, ich zeig's euch. Also zum einen dieses kleine Gießkännchen hier. Schaut mal bitte, wie süß das aussieht. Liam war auch total begeistert, als ich es ausgepackt habe. Es ist natürlich kein Spielzeug, ne? Es ist klar, aber er hat schon die Blumen da vorne damit gegossen. Also einmal hier in Glanz und hier in Matt. Richtig, richtig süß. Habe ich auch schon eine kleine Vorstellung, wie ich das Ganze drapieren werde. Zeige ich euch gleich. Jetzt kommen wir aber erstmal hier zu dem absoluten krassen Schätzchen aus dieser Bestellung. Jetzt denkt ihr euch ja, was ist das? Was willst du damit machen? Kann ich nichts mit anfangen? Wartet's ab. Es ist einfach so krass. Also diese Qualität, ja. Es ist so hochwertig, so edel. Mir fehlen die Worte. Also hier steht einmal, nimm dir Zeit zum Träumen. Damit ihr es erkennen könnt, komme ich einmal etwas näher. Schaut mal, wie schön es auch hier drauf steht. Und hier steht dann noch drauf, es ist Zeit, zu den Sternen zu schauen. Und schaut mal, Sternen, in welcher schöner Schrift das hier drauf gemacht wurde. Also ich bin total begeistert. Und falls ihr euch jetzt immer noch denkt, ja, was willst du denn damit machen, erkläre ich euch. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also hier sind auch ein paar Beispiele. Gut, Weihnachten ist hoffentlich noch in weiter Ferne. Hier könnte man auch Blumen reinpflanzen. Dafür ist es mir aber definitiv viel zu schade. Hier, man kann natürlich verschiedene Arrangements hier rein drapieren, aber ich habe mir Folgendes vorgestellt. Also entweder für Obst, ne, Orangen, Bananen, Äpfel, keine Ahnung. Oder man kann Nüsse reinpacken und Chips. Man könnte aber auch Antipasti reinfüllen, hier so das Baguette. Man könnte kleine Schälchen mit Dips hier reinstellen und hier halt das Baguette einfach in die Mitte stellen, jetzt gerade zum Fußball, ne, einfach ins Wohnzimmer. Das ist ein absoluter Hingucker, wirklich, das wird so einen Ehrenplatz bekommen, dieses Schätzchen hier auf meinem Tisch, entweder draußen auf der Terrasse oder hier oder im Wohnzimmer. Ich bin schwer begeistert. Machen wir mal weiter hier mit diesem schönen Teller hier. Das werde ich auch so als Platte nehmen, so zum Dekorieren und auf den Tisch stellen. Dazu habe ich noch das hier. Da könnte ich jetzt einen kleinen Strauß reinstellen oder das eben so hinstellen. Und dazu zum Beispiel die kleine Vase, damit man hier die Blumen schön gießen kann. Ne? Oder die Vase vorne auf mein großes weißes Tablett. Also richtig, richtig schön. Die beiden Sachen sind übrigens auch von Räder. Und nein, dieses Video wird leider nicht gesponsert von Räder. Ja, schade Schokolade, ne? Schade für mich. Jedenfalls machen wir weiter hier mit dieser wunderschönen Schüssel. Da wollte ich gern Salat reinpacken, ja, und servieren auch richtig schön. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt, wie schön auch diese Schale hier ist. Schaut mal, und ich bin ganz erschrocken, als ich sie hingestellt habe, weil die dann so nach oben geht. Also so, aber cool, oder? Ist mal was anderes. Also sehr, sehr schön. Dann habe ich noch 4 kleine Vasen. Ich halte es mal so in die Kamera, damit ihr es gut erkennen könnt. So, da werde ich dann Blumen reinstellen.
Ja, so, ne? Und dann vielleicht auch auf das weiße Tablett stellen. Richtig süß. Zu den Gewürzen von Biorausch. Also ich bin vor einigen Wochen in den Genuss gekommen. Ich teste mich da durch, ne? Also ich bin da noch dabei. Die haben ganz, ganz tolle und spezielle Gewürze. Ist mal was anderes. Also hier habe ich einmal mich für das Tzatziki-Gewürz entschieden. Kann man in den Joghurt mischen oder aufs Fleisch zum Beispiel für die Jungs. Dann hier einmal das Pyramidensalz, Himbeer und grüner Pfeffer. Das hat mich total angesprochen, fand ich sehr interessant. Ich habe das auch in der Curry-Variante. Wenn ihr zum Beispiel einen körnigen Frischkäse nehmt oder Frischkäse, ne, und das dann so rein mischt und dann aufs Baguette. Richtig lecker. Dann hier einmal diese Pfirsich-Maracuja-Crema. Ich habe noch eine Blaubeer-Crema. Blaubeer, irgendwie noch was anderes dazu. So lecker, habe ich gestern Abend verwendet. Auf Tomate, Mozzarella. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Kann man eben in den Salat geben. Ich habe ja noch andere Cremas in dieser Steingutflasche. Kann man auch perfekt als Aperitif verwenden. Ne? Oder in den Secco noch ein bisschen reingeben. Also kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber in Mineralwasser auch richtig lecker. Warum mache ich das immer? Ja, eine Sache habe ich noch. Hier einmal diesen Teller. Die haben ganz viele verschiedene Aufschriften. Jetzt war gerade die Kamera aus. Also mit verschiedenen Sprüchen, ne? Und das ist ja sowieso im Moment total modern. Hier dieses, ja, wenn man sich das so ausstanzt, wie nennt sich das? Ihr sagt es gerade, ne? Mir fällt es nicht ein. Jedenfalls auch richtig, richtig schön. Gibt es auch Tassen dazu und Schalen und Bowl-Schüsseln. Also da, richtig, richtig schön. Schaut euch da sehr, sehr gerne mal um. Ich packe euch alle Produkte mal unten als Link in die Infobox. Mein Rabattcode ist tatsächlich auch noch gültig. Heidi20 nennt er sich und da bekommt ihr 20% aufs komplette Sortiment. Freue ich mich natürlich total, dass ich das an euch weitergeben kann. Wie gesagt, das ist keine bezahlte Produktplatzierung, aber mit manchen Firmen macht man das eben auch so. Da freue ich mich halt einfach, wenn ich das so an euch weitergeben darf. Ja, meine Lieben, okay, dann räume ich das jetzt alles mal weg und dann sehen wir uns später wieder. Bis gleich.